Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aqua Painter aka Uli. Und zwar zum weiteren Ausbau der Gitterbrücke, des Moduls, das wir ja im Video 3D-Druck davor schon mal gemacht haben. Ich werde es hier oben rechts in der Ecke nochmal verlinken, wer es noch nicht gesehen hat, wen es interessiert. Und da hatte ich ja schon gesagt oder eingeblendet, ich weiß es gar nicht mehr, dass die Brücke eigentlich nur ein Grundkörper sein soll. Und dass man damit noch ein bisschen rumbasteln, rumspielen kann, das habe ich natürlich jetzt hier gemacht. Ich habe also diese Gitterbrücke jetzt mit Signalen versehen. Wer sich erinnert, ich hatte ja schon mal so kleine Zwergsignale selber gebaut. Genau diese Art der Zwergsignale habe ich jetzt hier verwendet. Und meine Signale in meinem Beispiel jetzt hier, die sind ja, viele wissen es ja vielleicht von euch, sind ja nur aus Rot und Grün. Also ich habe ja hier, wie gesagt, meine Fantasieanlage und da gibt es nur rote, grüne im Steampunk-Format. die Signallichter oben dran. Und jetzt lege ich das Ganze hier in die kleine Gitterbrücke. Ich weiß gar nicht, nennt man das Gitterbrücke? Ich glaube, ich nenne es jetzt einfach immer wieder Gitterbrücke. Und da musste ich durch diese kleine Metallhülse, wer es auch kennt von anderen Videos von mir, die habe ich ja verwendet, um den Federdraht über fast einen halben Meter zu bewegen für meine Weichenansteuerung. Ich werde es auch mal oben verlinken, wen es interessiert. Und da musste ich jetzt 6 von diesen kleinen Litzen durchfummeln. Und wenn ich sage fummeln, ist das wirklich fummeln. Weil man darf immer nicht vergessen, wenn man meine Videos guckt, dass ich hier meine Kamera wirklich auf sehr, sehr hohen Zoom-Faktor setze und man natürlich viele, viele Details sehen kann, die in unserem kleinen Maßstab hier durchaus mal, ich sag mal, unsauber wirken können. Aber man darf wirklich nicht vergessen, wie hoch ich hier reinzoome, dass man da jeden Klecks irgendwo schon als Fehler erkennen könnte. Aber wie gesagt, man beachtet doch bitte, dass das alles extrem klein ist, alles hier. Und dass, wenn man die Anlage betrachtet, das alles ganz wunderbar aussieht, überhaupt keine Probleme drin sind. Verwenden tue ich natürlich jetzt hier auch einen Lötkolben, der für wirklich kleine Dinge gemacht ist. Der läuft, glaube ich, mit 8 Watt, so dass man hier auch nicht wirklich alles verbrutzelt, wenn man da mal doch irgendwo an ein Stück Plastik rankommt, was mir übrigens auch schon passiert ist, was natürlich nicht so schön ist. Natürlich auch, wenn man mit dieser Lötlampe hier rankommt für die Schrumpfschläuche, da brät man mal ganz schnell von so einem Kupferlackdraht so die Isolierung an der falschen Stelle weg. Und ja, ansonsten, wie gesagt, mit dem Schrumpfschlauch, das ist ja auch noch das Thema gewesen. Die Schrumpfschläuche, so klein die sind, die Schrumpfschläuche, die wir hier sehen, das sind ja immer diese kleinen Lacklitzen hier, die sind ja wirklich so klein. Aber selbst die kleinsten Schrumpfschläuche sind im Grunde genommen für diese Gitterbrücke zu groß. Ich habe einen unterbringen müssen, weil einfach das von hier aus gesehen schräg rechts oben Regal, das was ich, Regal, Signal, was ich jetzt hier einbaue, da war das zu eng. Da konnte ich das nicht mehr anders machen. Sieht man ja jetzt hier. Ich musste also einen Schrumpfschlauch. Und jetzt stellt man sich mal vor, ich hätte von 6 Schrumpfschläuche untergebracht. Das wäre nichts geworden. Das hätte furchtbar ausgesehen. Da wäre der ganze Gitteranteil unten weg gewesen. Und das funktioniert dann überhaupt nicht. Optisch gesehen zumindest. Ja, apropos funktionieren, hier habe ich jetzt einen Widerstand davor gesetzt, einfach mal um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert, bevor ich jetzt hier alles verklebe, vermale und was weiß ich. Ja, so Experte war ich nämlich schon bei manchen Arbeiten, dass ich was fertig gebaut habe im guten Glauben, dass es funktioniert und dann funktioniert es doch nicht und dann fängst du an, den ganzen Quatsch wieder auseinanderzureißen. Aber wir haben ja gerade gesehen, alle 4 haben geleuchtet. Dann kann ich mich jetzt hier ans Einarbeiten in diese Gitterbrücke, um alles möglichst unsichtbar reinzumachen. Hier oben habe ich es noch mal geschrieben mit dem hohen Zoom. Wenn man jetzt da reinguckt und sagt, ah, da sieht man ja noch ein kleines Drähtchen oder wie auch immer. Ja, dieses kleine Drähtchen, das sieht man nicht. Das ist wirklich so, wenn man die Gitterbrücke über dann die Eisenbahnschienen oder Gleise stellt, dann ist da überhaupt nichts zu sehen, weil die sind ja wirklich nur oben unter diesem Laufsteg drunter. Und da ist alles weg. Hier verwende ich jetzt einen dünnflüssigen Sekundenkleber. Ich habe den Sekundenkleber hier, wie vielleicht viele von euch auch, in 3 verschiedenen, nee, dickflüssig, Quatsch, jetzt habe ich Mist erzählt. Ist ja egal, in 3 verschiedenen Konsistenzen, also flüssig, mittel und dickflüssig. Und viele Sachen, da kannst du einfach keinen dünnflüssigen Sekundenkleber drauf machen. Das wisst ihr selber. Das läuft dir sonst wohin.
Und dann hast du natürlich genauso wenig gekonnt, da ist natürlich dickflüssiger oder mitunter auch der mittelflüssige Sekundenkleber am besten für geeignet. Ich glaube, das ist mittelflüssig jetzt hier. Aber ist ja auch egal. Und da kann man, dann bleibt der vor Ort und Stelle und verläuft nur ein bisschen oder wie auch immer. Und da kann man da wirklich. Ja, das Röhrchen, was wir jetzt hier, was ich einklebe, das ist ja dieses Messingröhrchen, das hat einen Innendurchmesser von 0,6 mm. Das sieht man nachher nicht mehr übrigens. Oder man sieht es, man kennt es ja auch von Bahnanlagen, dass da mitunter, also jetzt echten Bahnanlagen, wo dann Kabel verlegt sein müssen irgendwo hin, dass dann auch so Rohre drunter sind. Deswegen habe ich mir das so überlegt, denke, ach, warum jetzt hier irgendwo noch, das ist optisch verschwunden. Also und wenn man da sieht, dass da ein Röhrchen hochgeht oder ein Rohr, ist ja nur bloß 1 zu 160, dann ist das natürlich entsprechend optisch völlig vertretbar. Ja, nun wird das Ganze hier wieder übermalt und wie immer mit meiner Rostfarbe als Untergrund. Das ist ja so eine glänzende Rostfarbe, obwohl ich ja an sich nur matte Farben verwende, aber ich nehme hier ganz gerne glänzend, da die Deckfarbe, die schwarze Farbe nachher richtig, richtig matt ist bei mir. Und ab und zu mal so ein kleiner Glitzer-Effekt, den kann man ruhig haben. Wenn wir jetzt hier übrigens gerade die LEDs, die rote und grüne sehen, die haben von mir auch vorne jeweils noch einen kleinen Tupfen Farbe bekommen von dieser Rostfarbe, dass die doch relativ hellen, jetzt kommt nochmal Anti-Schein drüber wie immer, dass die doch relativ hellen, hier sieht man es ein bisschen, LEDs auch noch mal so ein bisschen verschwinden. Also man sieht nicht so das Rot. Hier sehen wir es, das linke zum Beispiel. Da habe ich so ein bisschen Farbe drauf gemacht, so dass eben nicht die einen so anspringen, die LEDs, also die roten und grünen, wenn das aus ist zum Beispiel oder wie auch immer, dass man da nicht so einen roten oder grünen großen Punkt sieht irgendwie. Deswegen habe ich die immer noch so ein bisschen so ganz vorne so putzt, so ein kleines bisschen Farbe drauf gemacht und dann ist das alles wunderschön und verschwunden. Die Brücke, die kriegt übrigens jetzt noch einen weiteren Aufgabe, das kommt in einem anderen Video noch mal rein. Das ist auch sehr nett, was ich da mir ausgedacht habe. Aber ich denke, das kann sich doch sehen lassen jetzt hier. Die Beleuchtung, das ist natürlich jetzt hier alles ein bisschen, die wird jetzt hier nicht stehen, weil da ist ja schon ein Signal. Ich habe es nur hingestellt, dass man sich das gut vorstellen kann, wie es ausschaut. Und ich denke, ist ein nettes Ding geworden. Und dafür, dass alles Eigenbau ist, mir gefällt es wie immer. Und das ist die Hauptsache. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Dann sehen wir uns beim nächsten Video und dann sage ich mal, macht's schön gut, dein Aquapainter aka Uli. Tschüss!